Wir bleiben einfach bei dem Brandbesen. Und Hut? Nee, einen Hut rüsten wir nicht aus. Haben wir was für den Stab, was besser aussieht? Oh, das ist ganz hübsch. Das nehmen wir mal. Also, wir müssen eine neue Mission auswählen jetzt. Was ich schon getan habe, da unten steht der Kerre zur Kartenkammer zurück. Das ist der Main Quest. Wir machen jetzt einmal das. Ich denke mal, wir müssen nur reden, bevor wir irgendwie noch weiterkommen. Also hoffentlich startet es nicht wieder irgendeine Aktion, triggert irgendeine Cutscene oder wir werden irgendwohin teleportiert, denn ich möchte nur reden und danach hoffentlich, dass Poppy uns wieder anschreibt, dass wir die Quest weitermachen können erstmal. Und falls sich jemand wundert, warum ich jetzt hier bin, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, wir haben das letzte Mal aufgehört. Also ich habe das letzte Mal mit den Aufnahmen aufgehört, als wir draußen waren vor Hogwarts und uns das Inventar angeguckt haben. Ich habe das Spiel gestartet und war hier. Kann aber auch sein, dass wir das letzte Mal in der Karte, also in dem... Okay, die. Dass wir das letzte Mal hier im Raum der Wünsche waren. Ich will immer Kammer der Wünsche sagen, warum auch immer. Und deswegen hier gespawnt sind. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es ist eigentlich auch relativ egal. Hauptsache, wir können irgendwie weitermachen und wir sind nicht zurückgesetzt worden. Und Deke hat gesagt, hat aufregende Neuigkeiten. Wir reden mal kurz mit ihm vorher, bevor wir zur Kartenkammer gehen. Also Deke, du... Achso, Professor Weasley sagte, du hättest eine Idee gehabt. Das muss ich ja schon sehr lange her gesagt haben. Hallo Deke, Professor Weasley sagte, du hättest eine Idee gehabt. In der Tat. Deke weiß, dass sie sich für alle möglichen Tierwesen interessieren und hat kürzlich Gerüchte über ein Phönixnest auf einem Berg in der Nähe gehört. Ein Phönixnest? Ich frage mich, ob es dem Phönix gehört, den Natti erwähnt hat. Hinter dem sollen Harle und die Wilderer her sein. Das würde Deke nicht wundern. Wenn Deke davon gehört hat, haben es die fiesen Wilderer sicher auch. Ja, hundertprozentig. Wir müssen zuerst da sein. Gefahr sein könnte. Ja, wir müssen dahin. Ich sollte ihn retten. Na dann sollte ich ihn lieber retten gehen, was? Ein so majestätisches Tier darf nicht in so niederträchtige Hände fallen. Nein, darf es wirklich nicht. Deke hat irgendwie das Gefühl, dass die Rettung des Phönix helfen könnte, wieder gut zu machen, was mit Dekes altem Meister geschehen ist. Was hat das damit zu tun? Deke hofft, dass sie den Phönix finden und ihn in den Raum bringen können, wo er sicher ist. Okay, Planänderung. Wir suchen den Phönix. Denn es ist ein Phönix. Den suchen wir, auf jeden Fall. Was davon ist denn da? Phönixabflug? Suche nach der Höhle. Aber bevor wir das machen, möchte ich ganz kurz mal... Wir sind so selten in diesem Raum. Also erstens gehen wir mal zu den Tieren. Und zweitens könnten wir mal zu unserem... Allgemein unserer Deko, unserer Dekoration ändern. Zu unserem Wohnzimmer gehen. Und den Schnappsack brauchen wir nicht. Aber das hier und das einmal. Da ist er ja, der Knuddelmuff. Guten Tag. Dann würde ich mal füttern und dir was... und dich ein bisschen sauber machen. Ein bisschen bürsten. Oh. Sich extra rumgerollt dafür. Die kleinen Herzen, die da rauskommen, sind immer das Niedlichste. Noch was zu essen? Na komm, hau rein. Ist Universalessen für alle dasselbe. Da noch der Vogel. Oh mein Gott, das wollte ich nicht. Warte, Vogel, das wollte ich nicht. Flieg nicht weg. Ich wollte 3 drücken und nicht 2. Kommt bestimmt her. Wir gehen kurz zum Mondkalb und aktivieren so lange die Bürste. Ist er denn? Ja, er ist tatsächlich. Gebürstet. Nudelmuff hat jetzt was für uns. Dankeschön. Hier auch einmal bürsten. Und du kriegst einmal Essen. Wir müssen mal nach unseren Babys gucken, ne? Wir hatten doch die Baby-Testrale. Die sind doch jetzt schon längst erwachsen. Und wir haben 2 Einhörner. Wo sind die eigentlich gelandet? Die habe ich ganz vergessen. Vielleicht können wir Einhornbabys züchten. Also hier sind ja nur die. Wir gucken mal. Irgendwo sollten die Einhörner sein. Haben die ein extra Haus bekommen? Da oben ist noch... Was war das denn? Achso, das ist das Rad, was die Geräusche macht. Das ist Testral. Was ist das hier? Huch, was ist das denn für eine Ecke? Gab es die vorher auch schon? Ich meine nicht, dass es die vorher gab. Was ist das hier?
Da hatten wir aber auch kein Tier bisher. Das war einfach nur den Strand, den wir dazu bekommen haben. Zumindest meine ich, dass wir hier kein Tier hatten. Das ist wahrscheinlich für, ich weiß nicht, Frösche da oder sowas in der Art. Ist hier irgendwo ein Tier? Vielleicht in der Höhle? Ich bezweifle es aber. Das ist schön hier, aber wir haben hier kein Tier, nur die Blutegel, die wir gerade ausgewrungen haben. Schon irgendwie brutal. Das ist, glaube ich, immer noch mein Lieblingsort in Hogwarts. Wir haben einen eigenen Strand. Wäre schön, wenn sich hier auch das Wetter ändern würde, wie Sturm und sowas. Gibt nichts Besseres, wie an einem Strand zu sitzen, allgemein am Ozean zu sein, wenn es stürmt. Es sieht so schön aus und die Luft ist dann auch so schön. Sie riecht so gut. Man merkt den Sauerstoff. Okay, dann gehen wir da oben nochmal rein. Wo die Testrale sind. Vielleicht sind die Einhörner mit bei den Testralen. Da ist ein... Oh ne, ist immer noch ein Baby. Na komm, ist was. Das ist zumindest ein Baby. Wir hatten zwei Eltern noch, wo auch immer die sind. Hier geht's weiter. Ging es dir vorher auch weiter? Ich glaube, ich weiß, wo Doran ist. Du findest mich im verbotenen Wald. Lass uns Doran von dem Symbol erzählen, das die Mondkälber gemacht haben. Oh Gott, jetzt geht das schon weiter. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Du bist das Gesprächsthema in der Schule, seit du Mr. Rape und mich vor den Erschwinderinnen gerettet hast. Wir sollten besprechen, wie wir weiter vorgehen wollen, um Harlow aufzuhalten. Okay, wir haben jetzt mehrere Optionen, was wir jetzt nächstes tun. Und da jetzt Poppy kam... Lassen wir doch Poppy machen, statt das mit dem Phönix. Weil mich das mit den Zentauren gerade am meisten interessiert. Wir brauchen kurz Lumos. Oh, ich habe nicht T gerückt für Zaubersprüche. So, T. Wo ist Lumos? Das ist nicht Lumos, das hier ist Lumos. Lumos. Eine ganz schön tiefe Höhle. Wo führt die denn hin? Oh, zu einer Truhe. Und hier? Achso, hier geht's noch rum. Aber hier sind die Einhörner auch nicht. Wo sind denn die Einhörner? Wir hatten sie ja auf jeden Fall. Aber wo sind sie abgeblieben? Haben wir sie doch nicht bekommen? War das vielleicht nicht geplant, dass man ein Einhorn fängt? Ich meine, die Option würde es ja nicht geben, wenn das nicht so geplant wäre. Und Einhörner sind generell im Wald, also wäre das Talgebiet das praktischste. Hier sind auch die großen Testrale. Hier kriegst du auch was zu essen. Du bist sogar schon ordentlich gefüttert. Interessant. Dabei war ich schon lange nicht mehr hier. Huch, kriegt direkt was. Wir fangen damit ja eh nicht so viel an zur Zeit, also ist das nicht ganz so wichtig, die zu sammeln. Hier geht's nicht weiter, oder? Nein. Da kommt man nicht hoch. Hier auch nicht, oder? Auch nicht. Wo sind denn die Einhörner? Ich dachte, die wären sonst mit hier. Wo sind die denn sonst? Es war hier keine zweite Welt irgendwo. Nee. Gibt es eine andere Tür für die Einhörner? Nee, das ist nur unser Haus. Sind die nicht aufgetaucht? Haben wir sie einfach gerettet, ohne dass sie da sind? Oder sind sie doch hier mit drin und wir haben es nicht gesehen? Vielleicht haben wir sie verpasst und die sind doch irgendwo hier. Aber was sollte man doch direkt sehen? Da oben geht es ja nicht weiter, da waren wir schon mal. Hier sind keine Einhörner. Wo sind denn unsere Einhörner? Können wir Deke fragen? Oh, hi Deke. Weißt du, wo unsere Einhörner sind? Nee, das ist nur Beleuchtung und Phönix. Nee, er weiß nicht, wo unsere Einhörner sind. Die sind einfach weg. Das ist ärgerlich. Ich dachte, man könnte vielleicht ein Einhornbaby züchten. Revelio. Wie war das jetzt eigentlich mit den Raum ändern? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir mussten, glaube ich, was dafür auswählen, richtig? Beschwörungszauber. Und
Verwandlung. Verwandlung brauchen wir gerade nicht. Was ist das hier gewesen? Ah, das war Beschwörung. Was war das? Änderung, ja. Ah, so war das. Neue Tische, Dekoration, Teppiche, Wandbehänge. Ich würde gerne erstmal verändern, wie es aussieht. Wir haben ja gerade das, wir nehmen mal das hier. Ja, alle Wände. Wir haben mal Hufflepuff-Raum. Der ist ganz hübsch, auch wenn ich den Bogen nicht unbedingt mag. Können wir den separat ändern? Ich glaube, das haben wir schon mal versucht und es ging nicht. Obwohl, Moment, das ging doch. Oh, das ging doch, nur die Wände gingen nicht separat. Na komm, da machen wir mal Slytherin-mäßig. Oh, die Farben gingen auch. Oh. Dann müssen wir die Wandfarbe gleich auch noch ändern. Aber was nehmen wir denn? Pink ist ganz hübsch, aber blau ist natürlich so meine... die Farbe, die ich immer nehme. Also bleiben wir auch bei blau. Ja. Ich glaube, was mich an dem Boden gestört hatte, war dieser Übergang von dem Holz zu dem Stein. So ganz kurz. Farbe ändern. Das muss dann auch blau werden, damit es passt. Ja, alle Wände wieder. Ja, gar nicht mehr hässlich. Ist das hier separat? Ja, das ist auch eigen für sich. Fenster können wir also eigen wählen. Dann nehmen wir auch die botanischen. Und die blaue Farbe. Huch, falscher Knopf. E und anwenden. Oh, oh Gott. Ja, das haben wir auch. Das ist aber nur bei einem. Das hat nur bei einem funktioniert. Dann nochmal hier. Also können wir das doch separat machen. Und das unten, was ich mache, ist, das muss man nicht, um das fertigzustellen. Oh, also brauchen wir nicht die gleiche Deko bei allen. Tatsächlich. Es muss nicht das gleiche sein überall. Das gefällt mir. Dann können wir es ja doch ändern. Ich meine, das sieht ziemlich cool aus. Und das ist schon blau. Ich will eine andere Farbe nehmen. Wie sieht dann weiß aus? Nee, da bleibe ich bei blau. Tatsächlich, man kann es auch einzeln ändern. Das ist viel besser. Ich dachte, man kann aber nur alles... generell verändern. Das ist... Oh, das haben wir nicht bestätigt. Dass es so bleiben muss. Hm? Ich hab schon wieder nicht geändert. So. Okay, das gefällt mir schon mal besser als vorher. Die Wand... Ich glaube, die Wand mag ich. Wir gucken uns das mal an. Entweder die. Die ist natürlich auch cool. Aber ich glaube, die mit den Pflanzen gefällt mir mehr. Und die Eckwände, was ist damit oben? Vielleicht das hier. In einer anderen Farbe.